Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play, Death Stranding. Ja, machen weiter. Danke. Gut, dann machen wir mal den Fretchel-Sprung. Springen wir jetzt mal hier hin. Bereit für den Sprung? Ah ja. Also, das Einzige, was du mitnehmen kannst, bist du selbst. Und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die dir viel bedeuten. Okay, schließ deine Augen. Stell dir das Ziel vor. Halt das Bild fest. Kann ich da ja wieder zurückreisen? Hab's aber mal ausprobiert. Okay, also so geht das also. Oh, cool. Ist ja geil. Weil hier wäre es halt schon nützlich und schneller, so ein schneller System muss ja, dass es existiert. Vielleicht mal vorher wissen sollen. Ah. Egal. Alles ganz gut, haben wir das Gebiet jetzt abgeschlossen? Ah, okay, also wir haben das überall. Sehr, sehr schön. Also. Lass die anderen nicht warten. Was meinst du damit? Hey Sam, ich kann dir gar nicht sagen, wie schön es war, dich auf dem Boot über das Wasser kommen zu sehen. Unser Hafen wurde seit bestimmt 2 Jahren nicht mehr angelaufen. Manche Leute sagen sogar, alles östlich vom Ground Zero müsste vollständig ausgelöscht worden sein. Ab und an kam eine Nachricht vom Hakua Menschen, nicht einer. Würde es Cupid jemals fertiggestellt? Es hier eine zweite Expedition geben, wir hatten die Hoffnung schon fast verloren. Und dann tauchst du auf und hast noch dazu einen funktionierenden Cupid dabei. Rettung, Retter in der Not. Tut mir leid, dass ich dich, das tut mir leid, ich möchte dich nicht undankbar klingen. Bin dankbar, mehr als du denkst. Jeder Einzelne hier hat darauf gewartet, dass jemand wie du auftauchst und weiter westlich von hier warten sich noch mehr Leute, deutlich mehr. Du solltest dich auf die Suche nach ihm begeben. Sag einmal, dir ist an dir glauben. Lieber Sam, wie läuft's denn so? Bist du immer noch unterwegs nach Westen? Wir drücken dir die Daumen. Wir gehören zur zweiten Gruppe, deshalb haben wir Amelie nie persönlich kennengelernt. Von Zeit zu Zeit kam eine Holo-Nachricht. Aber das war's auch schon. Doch jede kleine Meldung hielt uns bei der Stange. Sie ist genau wie ihre Mutter, stark, klug, auch eine Augenweide. Das ist mir natürlich aufgefallen, aber was wirklich bei uns anklang, waren ihr an Bridget erinnernde Inbrunst und Überzeugung. Jeder von uns wäre bereit gewesen, ein Dienst ihrer Version sein Leben zu geben. Lange Rede, kurzer Sinn, setz deinen Weg fort und triff sie. Und uns war das nie vergönnt. Und wenn es soweit ist, richte ich aus, dass wir alle weiterhin an sie und ihre Sache glauben. Und an ihre Mutter. Das tust du doch für uns, oder? Ja. Schluss mit Nootropica. Hey Sam! Bilde ich mir das ein oder geht es dir ziemlich lebhaft zu, seit du zum ersten Mal vorbeigekommen bist? Ich habe in letzter Zeit der Belegschaft mal auf den Zahn gefühlt. Wie es aussieht, sind alle gesund und in guter Stimmung. Es gab keine Zeit, da rasteten wir sofort aus und bekamen schon wegen Kleinkram in die Haare. Und jetzt strahlen alle und klopfen sich gegenseitig auf die Schultern. Ich habe sogar ein paar Leute umarmt. Aber das Beste ist, dass wir inneren Frieden gefunden haben. Und weißt du was? Ich glaube, dass wir deshalb weniger Nootropika konsumieren. Wir produzieren unser Körper sogar wieder selbst Oxy und wenn das der Fall sein können sollte, können wir Nootropika vielleicht bald ganz absetzen.
Das hast du ermöglicht, Sam. Uns bist du ein Held. Du hast uns Hoffnung gegeben. Oh, mach auch mal gerne. Da muss ich den Scheißer machen. Was gibt's heute für eine Version? Baby. Baby. Baby, hörst du mich? Hörst du mich? Ist Papa. Okay. Nieder, ne? Einfach doch hier oben. Echt, hier gibt's nix. Jetzt mache ich mal was, ne? Das will ich mal wissen. Nee, warte. Ein leerer Behälter, der mit falscher ID gekennzeichnet ist. Ein Frachtköder. Damit könnte man Leute täuschen, die es auf Lieferungen anderer Leute abgesehen haben. Voll. Auftrag zugewiesen. Haben wir jetzt genommen das, ne? Ja, genau. Da wollen wir kurz hinlaufen. Und was mich mal interessiert. Eine angenehme Reise. Naja, ich würde mal ganz gerne wissen, ob wir jetzt Aufträge auch bekommen halt, ne? Okay, das können wir immer nicht nutzen, ne? Waffeneinschränkung aufgehoben. Okay, das wird nichts mehr. Erstmal nicht. War cool. Für eine rüberlaufen und ganz kurz mal abgeben und dann mal ganz kurz was gucken. Nämlich. Ob wir. Ob wir auch irgendwo Aufträge für hier letzte Gebiet haben. Aber doof, dass sie dann Aufträge hatten. Das letzte Gebiet haben wir gedacht, dass man damit freischaltet. Also wenn man die dann für wirklich verwässert, wenn man 5 Sterne hat, ne? Und dann das alles ausliefert, ne? Deswegen, das Zweck ist ja klein, das hält mich jetzt davon nicht ab. Mal kurz so. Das ist jetzt auch weniger GDs. Nochmal eine Idee. Ich würde das halt schon ganz gerne noch machen mit Fortnite City. Bevor wir jetzt wieder hier große neue Aufträge annehmen. Das Gebiet dann hier mal auf 100% gebracht haben. Ein bisschen Keramik, aber brauchen wir nicht. Impact ist mir egal. Wenn überhaupt, würde ich halt ganz gerne Port Nord City unterstützen. Jemand geht, okay.
Naja. Das bisschen brauche ich doch keine. Keine Rauchding. Die können mir sowieso nichts. Und geschafft. Ich will mal ganz gerne jetzt mal wissen, ob es überhaupt noch mal Fracht gibt für Portnot. Dann müsste es ja eigentlich. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. So, und jetzt können wir hier mal ganz kurz gucken. Genau, gehen wir jetzt den Scheiß ganz kurz mal ab. Ja, aber die Likes waren wir eigentlich mehr, weil wir schon über... Ja, weil wir schon genug Likes haben. Und da wäre jetzt... Okay, dann kriegt man selbst nur Likes drauf, aber... Das machen wir schnell hier. Schnell durchlauf. Danke. Gute Reise, Sam. Sei vorsichtig, okay? Gute Arbeit, neuer. Ah, hier ist Port Nord City zum Beispiel. Also schon mal eine Frage, die mich schon sehr interessiert. Ja, das hier, ne? Das reicht, danke. Ne, bitte nicht, dann kriege ich noch einen Trinkkrampf. Genau. Gut, dann würde ich sagen, zu Hause. Gute Reise. Die haben wir ja schon, dann würde ich sagen, ja, gute Reise. Ihr wollt doch nur, dass ich eine gute Reise habe, ne? Ist nur an dem Warengrund. So, ja, ja, das ist gut, okay. Ja, ich bin politisch. Keine Angst, ihr werdet mich schon wiedersehen. Capital Not, war das Capital Not City, also das ist auch hier. Naja. Also war der in die Richtung. Jo. Da gucken, was es da so gibt. Das ist das Problem. Oder sieht man da, welche Aufträge die haben? Das wäre mal interessant. Die Fracht kann man sehen. Aktive Aufträge nur, aber nur aktive, ne? Ja, zum Beispiel. Ja, okay, aber... Ich nehme nur im Port Nord an, ne? Also... In Capital Nord City, das heißt Port Nord City, ne? Oder wie hieß das jetzt? Die ganzen Namen, das ist ein Port Nord, genau, das ist Port Nord City. Ich will das Gebiet halt dann doch schon ganz gerne fertig haben. Aber wir haben schon so viel Zeit, dieses scheiß Gebiet zu verwendet.
Ja, da hat sich gelohnt, erstmal die zweite Episode abzuschließen, weil dann haben wir die Schnellreise. Ja, aber wir können sie aber nicht nutzen, wenn wir halt Fracht haben. Das ist aber auch wieder ein bisschen, naja. Ja, ist halt die Regel, ne? Ja, bitte, das heißt jetzt ein Scheißtag. Weil die Likes, ja. Interessiert mich nicht. Deswegen wäre es ja immer schlau, es fertig zu machen, dann. Und das finde ich auch ein bisschen schade, dass man sieht auch nicht, was für Aufträge die haben. Das wäre halt geil. Weil das wäre halt schon schön. Wenn sie es eingebaut, hätte man ja auch storytechnisch halt erklären können, ne? Dass du halt darauf Zugriff hast, auf die einzelnen. Oder vielleicht kriegt man da auch noch. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Vielleicht kriegt man auch sowas auf Zugriff, weil. Wir haben ja erst nach 50 Folgen gefühlt die. Was ich genau, diese Folge? Die Schnellreise freigeschaltet. Das heißt, es kann schon sein. Ich will jetzt einfach ein bisschen die Fracht für Capital. Und wir müssen gleich noch ein bisschen noch zweimal Robert Twistbury. Nein. Das heißt, da müssen wir gleich auch nochmal nachhelfen. Das ist ein Anfall. Ah gut, da haben wir schon mal Hicks, also unseren Gegenspieler, kennengelernt. Da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergehen wird mit unserem lieben Hicks. Ich glaube nicht, dass das wieder freundlich weitergehen wird. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag die Gameplay-Idee. Ich finde sie genial. Also, ich muss sagen, das macht echt Laune. Einmal mit Capital, nee. Portnord. Das ist nach Portnord übrigens, dann kann ich das doch mal ganz gerne holen. Ich will nur das von Portnord holen, okay? Ja, ich bin jetzt auch übelst wie so ein Vollidiot runtergeplumpst. Es war vielleicht auch nicht gerade so geil, aber gut, egal. Wir holen hier von Portnord, genau das, Portnord. Hallo Portnord City. Ein Messgerät, komm, bevor es kaputt geht. Sehe ich mal kurz. Und. Danke. Die verlorene Fracht, genau, dann machen wir es so. Und dann haben wir noch ein bisschen verlorene Fracht vor uns. Denn ich will möglichst, wenn es geht, wenig nach Portnord. Na gut, wir können ja jetzt zurück eine Schnellreise machen. Ja, da ist ja auch gar kein Problem. Genau, Portal City ist sowieso da, ist weit weg. Frage ist, ob wir von da nicht uns kurz ausruhen, dann kann. Nee, eine Schnellreise dürfen wir nicht. Nee, dürfen wir nicht machen. Nein, dafür dürfen wir die Fracht nicht machen. Na gut, ist ja auch nicht so schlimm. Machen wir mal einen kleinen Fußmarsch. Es war natürlich klar, dass es halt irgendwelchen Problem daherkommen wird. Dass hier nicht alles ganz so einfach geht, wie ich mir gedacht habe. So, hey, kannst aber kurz mal schnell reisen. Ich glaube, er wollte damit verhindern, der Hideo, dass man jetzt hier Apple interessiert mich nicht, Port interessiert mich. Ja, doof, ne? Mich interessiert ja nur Portnord. Capital ist mir alles egal. Ich will einfach schaffen mit einer
Ja, bitte, das ist jetzt immer noch nicht. Weil wir haben ja schon 3,5 Sterne, das ist ja nicht mehr viel. Wenn wir die Waren abgegeben haben, dann können wir wieder eine Schnellreise machen. Und das wäre ja schon ganz schön, ne, wenn wir das noch erreichen würden. Cool, außer wieder hergestellt. Ach, endlich. Geil. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ah, hier, ja, vorsichtig, das Baby. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ja, willkommen. Nein. Es. Also okay, also es gibt schon einige Aufträge, die wir haben. Oh, 60 Kilo haben wir auf jeden Fall. Auftrag zugewiesen. Erst, also gut, okay, also. Was haben wir denn jetzt eigentlich alles? Wir haben. Fracht. Das verlorene Messgerät. Nach Port Nord. Port Nord. Das ist ja genau. Also wir haben zwei, wir haben ein verlorenes und das andere Messgerät. Okay, dann haben wir 4 Messgeräte. Okay, also da hatten wir ja schon geguckt. Nee, okay, naja, gut, okay. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns am nächsten Mal. Hier waren wir ja schon, hier haben wir schon das aufgesammelt. Genau, also hier war nichts, dann müssen wir nächstes Mal nochmal zum Windpark. Oh Gott, da hat 7 Aufträge. Da würde ich darauf wetten, dass es da irgendwas noch gibt. Das heißt, zum nächsten Mal geht's zum Windpark. Boah, nee, ich hab keinen Bock. Wenn ihr keinen Bock habt, irgendwo hinzugehen, wenn ihr dazu gezwungen werdet. Also, oh, entweder ich treffe das eine oder andere nicht, ey. Nein! Ach, Mensch, was ist das eigentlich für ein dummes System? Ja. Hallo, den Sam da. Nein! Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Nein! Du sollst auch Menschenskinder, das ist ein dummes System manchmal. Wenn ich Sam haben will, ne? Weg damit, ja genau. Weg. So, das mit Windpark. So schwer kann es ja wohl nicht sein. Hallo, Windpark! Alter, das ist ja so. Ja, warum geht das jetzt so nicht? Ey, das ist doch dumm gelöst, ey. Nein! Alter, was ist denn das für ein Scheißsystem? Windpark, danke. Wer kam auf die? Jetzt kommt, er kriegt es nicht gezielt, ne? Ne, vergessen. Jetzt geht es. So geht es. Aber wenn ich es einmal markiere, macht das dann nicht. Ach, der ist doch Wer hatte denn so ein dummes System ausgedacht? Nein! Ach, Mensch, das ist ein dummes System. Ey, ohne Witz. Wer hat denn das so blöde programmiert? Ey, das sind wieder Systeme, wo ich denke, warum muss man auch alle auf einen Haufen klatschen? Warum erkennt das Spiel das nicht extra an? Das müsste doch eigentlich funktionieren, wenn es nicht umschaltet, aber nee. Nee, also, hat dieses Ziel, hätte sich das ein bisschen schöner machen können. Geht das jetzt, wenn ich jetzt hier rausgehe? Ich bin jetzt rausgegangen aus dem Windpark, ne? Hallo, nein, den Wind, Alter, was ist denn das für ein Scheißsystem? Nein, du? So? Oh, das Spiel hat verstanden, was ich will, danke. Das hat überhaupt nicht lange gedauert. Oh ne, zum Glück nicht. Zum Glück dauert sowas in diesem Spiel nie lange. Immer glücklicher.
Na gut, Leute, dann haut rein. Beim nächsten Mal geht's natürlich wie immer weiter mit Let's Play Death Stranding. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es zum Windpark. Haut rein, euer Pyrus. Bis dann. Ciao.